Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 6. Dezember. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Heute geht es ums Time-Tracking. Mit Hilfe von diesem kleinen Würfel, das ist der Timula Tracker. Der hieß früher mal Zei. Das ist ein kleiner Plastikwürfel. Den dreht man auf verschiedenste Seiten und dann startet eine Zeiterfassung, ein Time-Tracking. Und es ist so eine visuelle Erinnerung auf dem Schreibtisch, sein Time-Tracking tatsächlich zu betreiben. Weil ich habe das alte Modell schon länger, das hier ist gerade das neu erschienene, die neu erschienene Version, die so ein bisschen bessere Bluetooth-Verbindung hat und USB-C eingebaut, damit man die Knopfzelle nicht wechseln muss, das ist ganz nett. Den Zei, der hat sich bei mir bewährt, weil ich die Software, die ich davor ausprobiert habe, als Alternative, immer vergessen habe. Ich habe immer vergessen, die zu starten und zu stoppen und dann musst du es nachtragen und editieren und es war immer umständlich. Den hier, den vergesse ich auch manchmal, selbst wenn er mir so vor der Nase liegt, aber dann kann ich ihn immer noch irgendwie auf die Seite schubsen und dann startet das Tracking entweder über die iPhone-App oder über den Mac. Das ist alles eine Software mit einem Online-Account, die sich synchronisiert. Und egal, wo ich bin, also wenn ich den auch mal nicht dabei habe oder zu Hause bin, dann kann ich über die Software das Time-Tracking betreiben. Und Time-Tracking ist eine Sache, die ist nicht hoch genug bewertet, weil da gibt es interessante Einblicke und der hilft dabei. Ich bin ganz begeistert von dem. Das ist, wie gesagt, die neue Version, die habe ich mit so Stickern beklebt. Man kann da auch was draufschreiben und dann kann man darüber seine Arbeitszeit erfassen oder was auch immer man zeitlich festhalten möchte. Ich habe den nicht im Abo, also ich habe den Würfel einmal gekauft und dann nicht das Software-Abo, weil mir es reicht, in der Software einfach nachzuschauen, wie viel Zeit ein Projekt gefressen hat, wenn man exporten möchte und allerlei Zusatzdinge und das so richtig businesstechnisch betreiben möchte, dann kann man da auch ein Software-Abo für abschließen und dann ganz viele Exportmöglichkeiten bekommen und ganz wichtig sein. Mir reicht es in der App mit dem einmaligen Kauf von diesem kleinen Würfel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.